Smarana, Smarana, ich habe ein Herzchen für euch heute. Hallo, ihr Lieben, Smarana, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um den Heiligen Gral. Der Heilige Gral ist ja etwas, wonach die Menschen schon ewig gesucht haben. Ihr kennt bestimmt auch schon viele Geschichten darüber, und der Heilige Gral ist etwas Immaterielles, ist etwas, was man nicht finden kann im Außen. Der Heilige Gral ist nämlich hier im Herzen, was jeder Mensch in sich trägt. Also jeder Mensch kann den Heiligen Gral für sich in sich selbst finden. Das ist das, was ich so für mich festgestellt habe. Im Leben meine Wahrheit. Und so habe ich das auch bei mir, den Heiligen Gral hier in meinem Herzen gefunden. Das ist die Verbindung für mich jedenfalls zur Liebe und die Liebe zu leben. Und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich möchte auch gerne euch dann ein Channeling geben, um den Weg zum Heiligen Gral zu finden. Denn der Heilige Gral ist wie eine Initiation, eine Einweihung, die bekommen wir heute, welche dich total ausdehnt, welche dich, deine Seele noch intensiver fühlen lässt und eben in die Nähe, noch näher zu Gott und zur geistigen Welt bringt. Der Heilige Gral wird uns begleiten durch die kommende Zeit, durch den Januar, durch alle anderen Monate. Er wird uns stärken und mit Licht erfüllen. Ich bin so froh darüber, dass dieser Impuls von der geistigen Welt kam. Und es wird uns natürlich Jesus den Heiligen Gral überreichen oder beziehungsweise in uns fühlbar machen. Denn darum geht es, dieses Geschenk zu fühlen. Es ist ein richtig schönes Geschenk der geistigen Welt für euch, für jetzt gerade, wo ja die Zeit der Geschenke, es ist jetzt im Moment Weihnachten und es ist praktisch ein Weihnachtsgeschenk von Jesus. Für euch der Heilige Gral, die Einweihung in die Energie des Heiligen Grales, um ja, euch zu sagen, wir sind bei dir, wir lieben dich alle. Wenn ihr jetzt dieses Channeling später anhört, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt oder völlig egal, zu welchem Zeitpunkt, das Geschenk ist immer da. Also, und die Energie ist auch immer da. Ihr könntet euch wirklich auch stärken, immer wieder mal mit dieser wundervollen Gralsenergie, um die Nähe der geistigen Welt zu fühlen und um auch eure Seele zu stärken. Also es ist jetzt nicht nur für Weihnachten, es ist bloß jetzt gerade Weihnachten und deswegen eine wundervolle Gelegenheit für die geistige Welt gewesen, uns dieses Geschenk zu überreichen. Also es ist schon hier bei mir im Raum diese Energie fühlbar und ich glaube, ihr spürt sie auch. Sie wird jetzt auch immer stärker und kommt zu euch rüber. Und wir werden zusammen mit Jesus in den Heiligen Gral gehen. Es ist so schön. Ich lasse mich jetzt schon von den Energien tragen und berühren. Ja, und es wird auch immer intensiver. Und schön, dass du da bist. Schön, dass wir das Channeling zusammen jetzt gleich hören werden. Und wenn du mehr Botschaften von der geistigen Welt haben möchtest oder auch immer die neuesten Botschaften, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du immer von YouTube benachrichtigt wirst, wenn etwas Neues gibt, wenn eine neue Botschaft von der geistigen Welt kommt und du in Zukunft nichts mehr vergisst, nichts mehr versäumst. Es wird schon schwierig zu sprechen für mich, weil jetzt die Energien so einfließen. Deswegen möchte ich jetzt auch gleich mit dem Channeling beginnen.
Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen, ganz viel Freude und Heilung. Lasst euch von den Energien tragen. Ich sprühe mich ein mit der Fülle, sodass die Energien noch stärker zu euch kommen. Oh ja, und mit Smarana. Ich bedanke mich, dass ich heute diese Botschaft überbringen darf, und ich bitte um Schutz für uns alle, sodass wir in völliger Ruhe und Vertrauen die Botschaften und das Geschenk empfangen dürfen. So, ich bereite mich vor und öffne meinen Kanal. Ich trage das Licht der Liebe zu dir. Ich trage das Licht der Freude und der Heilung und des Schutzes direkt in deinen Raum. Ich bin der Sohn Gottes und spreche heute durch Nirjana zu dir. Es ist die Botschaft der vollkommenen Liebe, welche jetzt zu dir strömt, welche dich umhüllt und tragen wird, soweit du dich so tief fallen lässt, wie es dir möglich ist und wie du möchtest. Ich, Jesus, ich bin schon so lange bei dir, und es ist mir eine sehr große Freude, zu dir zu sprechen, dir meine Worte überbringen zu dürfen. Und so führe ich dich mit deiner Erlaubnis an eine ganz besondere Stelle auf den Linien der Zeit, dort, wo ich für dich die Energie des Heiligen Grales schon manifestiert habe. Die Energie des Heiligen Grales trägt die Energie aus Gottes Gedankenfeld, und ich habe sie für dich manifestiert. Und mit dieser Energie, in diesem Energiefeld, werde ich in deinem Herzen deinen persönlichen Gral der Liebe initiieren. Also, und wenn du bereit bist, dann spreche jetzt ein innerliches Ja aus und lasse dich führen, von deiner Seele führen, über die Linien der Zeit in die ewige vollkommene Liebe. Es geschieht sanft und es geschieht voller Liebe. Deine Seele trägt dich zu dem Platz, welchen ich vorbereitet habe, und du spürst vielleicht schon, wie die Energie immer intensiver wird. Stelle dir vor, dass vor dir ein goldener Kelch steht. Er ist mindestens so groß wie du selbst. Und aus dem Kelch strömen weiße Wolken der Liebe, die Energien der vollkommenen Liebe. Mein allerliebstes Menschenkind, Jesus wird nun diesen Kelch etwas verkleinern, so dass du ihn in deine Hände nehmen kannst. So nehme diesen Kelch und trinke daraus. Trinke einen Schluck oder so viel du möchtest und spüre, wie die Liebe des Heiligen Grals in dich einfließt. Spüre, wie dieser heilige Gral jetzt mit jedem Schluck mit dir verschmilzt, wie du eins wirst
mit diesem Gral und du spürst es in deinem Herzen. Du spürst diesen Druck, weil sich dein Herz ausdehnt. Lass es zu, dass sich dein Herz ausdehnt und spüre, wie du jetzt vollkommen mit der Liebe des Heiligen Grals verschmilzt. Es geschieht in hoher Achtsamkeit. Jesus ist bei dir. Es ist ein Akt der Liebe, ein heiliger Moment für dich. Spüre die Energien, wie sie sich nun in deinem Körper verteilen. Vielleicht spürst du das Flimmern und Glänzen und Glitzern der Energie, wie sie dich umhüllt. Nun ist der Kelch vollkommen mit deiner Energie verschmolzen. Und jetzt dehne dich mit dieser Energie aus, sodass du spürst, wie dieser Kelch wieder so groß ist wie vorhin und du aber genau in der Mitte stehst, wie du ein Teil von diesem Kelch geworden bist. Vielleicht hörst du die Engel singen. Vielleicht spürst du diese wundervolle, stille Energie der Liebe. Die Zeit bleibt stehen. Du spürst, dass es keine Zeit gibt, denn du bist jetzt in der Wirklichkeit. Jesus steht direkt vor dir. Und mein geliebtes Kind, ich schaue dich mit den Augen von Nirjana an. Jesus blickt tief in deine Seele. Und Jesus blickt dich liebevoll an, voller Liebe. Voller Liebe. Das Geschenk wurde überbracht. Und ich bin sehr stolz auf dich. Dir ist heute Gutes widerfahren. Gutes und Schönes hast du erlebt.
und deine Gedanken sind ganz still geworden. Dein Herz wurde geheilt, deine Liebe gestärkt. Und so bringt dich deine Seele über die Linien der Zeit wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Lass es geschehen. Es geschieht wie von allein. Und dann komme wieder langsam in deinem Hier und Jetzt an. Jesus verabschiedet sich von dir mit den Worten von Smarana und ich, Nirjana, ich sage Danke dafür, dass dies heute geschehen durfte. Und ich versuche auch langsam wieder zurückzukommen. Habt ihr es gespürt? Mein Herz hat sich total ausgedehnt. Und ich spüre richtig, dass was anders ist. Es ist ganz, ganz anders. Oh, es ist wunderschön. So ein tolles Geschenk. Ein schönes Geschenk. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch, dass ihr dieses Geschenk heute bekommen habt. Und ja, der Gral der Liebe, wenn der eingeweiht wurde, so wie jetzt heute, dann ist es wie eine Bewusstseinserhöhung, ein Schritt weiter in die geistige Welt. Und das haben wir heute getan. Das ist echt toll. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit mit dem Gral der Liebe, mit dem Heiligen Gral. Und ich danke euch für alles. Ich umarme euch. Und wir sehen uns wieder. Bis bald.